Wird ja auch mal Zeit. So, da hätten wir hier eine Blume und hier eine Blume. Und die lesen ja alle Bücher und das hier liegt sogar ein Zerfleck. Oh, hier ist was. Ein Mondsymbol. Wow. Und jetzt können wir hier die Kerzen anzünden. Die Katzen? Kerzen. Ha, oh, geht's sogar. Oh, jede nacheinander. Ah. Haben wir da ein Wimmelbild? Und ein Stoffstück. Müssen wir gucken hier, was hier noch gibt, weißt? Aha. Den Esel. Der Dilljuwelig. Ostm. Ja. Merkt ihr das? Hm, warte. Hier, die brauchen eine Kugel bestimmt, oder? Oder Licht des Buches. Buch des Lichtes. Ja, Licht des Buches. Wir gucken mal, was uns der Wimmel macht hier. So. So. Da brauchen wir eine Sonne, ein Schmuckkästchen und eine Lampe. Die Sonne ist oben. Ist hier. Ein Schmuckkästchen finden wir erst, wenn wir irgendwas aufgedeckt haben. Oh. Ah. Hier finden wir einen Schlüssel oder so. Ein Schlüssel? Ich weiß nicht, ob wir den brauchen. Doch. Ja. Ein Hut? Da oben ist ein Vogelkäfig. Stimmt. Eine Karte ist auch da. Schmetterling ist auch da. Achso, das Schmuckkästchen ist immer noch woanders. Das ist woanders. Das scheint dort zu sein, ja. Wir haben es doch auf easy gestellt. Kann das sein? Das eigentlich nicht. Aber irgendwie macht das hier automatisch. So, was ist denn hier los? Weiß ich auch nicht, das ist halt schön. Achso. Wir brauchen noch eine Lampe. Hast du eine Lampe gesehen? Noch nicht, ne. Hier. Ja, eine Lampe. Mappen, Stuhl und ein Fernglas. Das Fernglas habe ich schon irgendwo stehen liegen sehen, oder? Ich will nicht, ich habe hier eine Lupe. Na, dann nimm sie doch. Brauchen wir eine Lupe? Nö. Nö. Hier ist ein Ring, den brauchen wir auch nicht. Ein Stuhl. Das kleinste du zuerst. Du kannst vielleicht auch öffnen. Ach nee, brauchen wir ja nichts mehr. Brauchen wir nicht schmecken. Nee. Eine Mappe. Mappen. Ja. Was ist denn das? Das ist eine Tasche eher. Ja, Fernglas. Das hast du ja schon gesehen. Irgendwo habe ich das angeblich schon gesehen. Ja, angeblich hat der Marco ach, das hier schon gesehen. Nee, ist es? Was war denn das? Das war doch kein Fernglas. Natürlich war das ein Fernglas. Also wenn das Spiel das sagt, war das ein Fernglas. Da brauchen wir jetzt eine Fledermaus. Ein Rahmen im Pferd. Ja, was denn für ein Rahmen? Gibt tausende Rahmen. Ach, der Rahmen ist da oben rechts, ja. Und hier ist das Pferd. Sehr gut. Und da fehlt uns nur noch die Perlenkette, die Perlasonkette. Sehr, sehr gut. Und ein Sonnensymbol. Jetzt haben wir ein Mondsymbol und ein Sonnensymbol. Brauchten wir das? Nö, bisher nicht. Siehst du das? Oh, jetzt ist weg. So, gehen wir mal hier hoch. Ah, hier unten war auch eine Tür. Oh mein Gott. Hier ist eine Blume. Und unten rechts. Oh, hier. So einen Stern haben wir nicht. Ach, hier ist eine Sonne. Genau. Da fehlt uns nur noch der Stern. Hauen wir das mal da rein, weil sonst werden wir hier weiter zugeballert mit. Ja. Oder wir, nee, wir werden das alle drei brauchen bestimmt. Denkst du? Ja, natürlich. Oder Dotte hingeben. Nee, dann brauchen wir erstmal natürlich alle drei. Ja, könnte gestohlen werden in der Zwischenzeit. Ja. So, ah. Was ist sonst hier zu holen? Hier war dort was. Oh so? Da muss der Stern rein. Ah, verstehe. Ah, okay, dann müssen wir jetzt hier die Sonne reintun. Oh. Und hier den Mond. Die Mond, genau, da kommt die Mond rein. So. Fehlt nur noch die Sterne. Ja, schon was mir hier hinter und da. Wo ist denn die? Ist kaputt? Kannst du die anklicken, oder? Ja, mit der Spitzhacke musst du das aufdreschen. Mit dem Kristall? Auch nicht? Die Monsterhand ist dafür zuständig. Nicht. Ein Stoffstück. Ja, da können wir es klauen. Ja, und ganz unauffällig. Also, das bringt uns auch nicht viel weiter. Keine Ahnung. Haben wir hier noch was? Alles zurück. Die Schriftrolle, die Schriftrolle. Ja, ach nee, das war's ja gerade. Verdammt. Ja, nee, dann, Sieht's. Das ist doch gerade. Ja! Kannst du anklicken? Ah, also fehlt dann noch ein Buch. Ja.
Also hier fehlt ja echt alles. Alles dürfen wir hier wieder zusammensuchen für die. Schlimm. Wenn dann ein Bösewicht kommen kann und sagen, ihr habt alles falsch gemacht und darum müsst ihr jetzt sterben. So, kann man den Esel jetzt irgendwie beglücken da? Also. Weiß ich nicht, mit was denn? Mit einer Spitzhacke. Eine Spitzhacke? Ja klar. Nicht. Nee. Hatten wir jetzt hier oben was, womit wir da drüben auch weiterkommen? Nee, mit einem Stofftuch. Können wir mit einem Stofftuch machen. Können wir das zudecken? Ja, damit er nicht mal lesen darf. Ich nicht, was er hier überhaupt macht. Mach das nochmal an die Zahnräder dann aber ran. Wisst ihr? Wisdom. Wisdom gleich Schlüssel. Dann ist klar, was wir beim Esel zu tun haben. Ja. Oben links. Unten. Wozu brauchen wir jetzt nochmal einen Buchschlüssel? Bei ja, dem? Vielleicht. Ja, damit kriegt man es vorzeitig auf. Das ist ein Sheet. Damit das Buch eher zu öffnen. Nein. Und hier oben? Nee. Das wäre jetzt fies. Ja, das wäre fies, aber vielleicht brauchen wir noch einen zweiten. Kann schon sein. So, da haben wir das. Da brauchen wir den, können wir den ohne mal anklicken. Nö, ich stehe jetzt einfach mal hier hinter. Ach, hier brauchen wir... Ja, da. Geh dort mal hinter, ja. Haben wir hier nicht irgendwo einen Schlüssel gebraucht? Ein Herz braucht man hier. Und irgendwie müssen wir dort in den Keller runterkommen. Und hier war ja bloß noch das da. Dieses komische Zeug. Das Ding haben wir auch nicht. Wir haben ja da nicht. Also hier können wir echt nichts machen gerade. Vermute ich. Was ist mit dem Keller da? Warum gehst du da nie runter, Mann? Die Monsterhand beschützt dich. Zur Not kommt Sailor Moon vorbei. Was, mit dem Monsterhand? Ja. Und Sailor Moon haben wir auch gerade nicht einstecken. Ach, ja, haben wir die schon wieder verloren? Ja. Verdammt. Ja, das ist die Olle mit dem Kelch. Die ein Herz braucht. Die Herzkelchfrau. Und da war es das hier auch schon. Oh. Was? Rechts. Hier können wir was tun. Ja, können wir aber nicht. Das habe ich vorhin gemacht. Was sind das für ein Dreck? Ein Grubenhelm. Super. Damit können wir jetzt... Den können wir jetzt runterschmeißen. Genau. Eine Blume. Erstmal Dynamit. Ja, das ist wichtig. Habe ich jetzt als Assist gesehen. Und oben rechts. Oben rechts? Ach, hier. Hier erstmal oben was? Hier ist erstmal ein Teppich, den braucht man nie. Und da können wir was machen. Da werden wir die Monster die Monsterhand brauchen. Ja. Ja. Fähre mit heller Energie. Ja, natürlich. Fähre mit heller Energie. Ja. Auch. Ich werd ja bekloppt, ey. Huch. Hätte einen coolen 3D-Effekt ergeben. Ja. Ja, puh. Mit was können wir die jetzt, Mit der. Mit Dynamit. Oder mit dem leeren Sack. Ja. Was er machen will hier. Ach, hier können wir die noch mit. Ne, liegt dort unten ja was an auf den Gleisen oder vor der Rolle dort? Stimmt. Eine Ölkanne. Ah, die brauchen wir für den Ritter. Ja, da bräuchten wir aber auch Öl. Kommen wir dahinter? Nö. Nö. Und hier können wir irgendwas machen, aber ich weiß nicht was. Also tun wir hier das Dynamit rein. Und jetzt anzünden. Und dann wegschieben. Ach ja, und dann damit wird das Ding voll dagegen gewusst. Ja, sind wir ja von Cave gewohnt. Ist echt unrealistisch. Ja. Ja, man kann das Dynamit nie direkt dahin legen und sprengen. Nee. Jetzt kommen wir da trotzdem nie rein, weil der Grubenhelm noch zu hell, zu dunkel ist. Dann brauchen wir helle Energie.
Wir können ja einen leeren Sack reinwerfen. Einen leeren Sack? Klar. Oder ein Ölkännchen, ne? Nee, ich wollte eigentlich, Feuer? Ach, haben wir überhaupt uns... Achso, ich habe gerade das Tuch gesucht. Ne, das haben wir nicht mehr. Ja. Das haben wir dort liegen lassen. Dort liegt noch eine Spitzhacke, kann man auch nicht nehmen, ne? Nee. Wir haben überhaupt noch was machen hier? Nö. Ich muss hier nur noch dahinter, wo wir nicht hinkommen. Ja. Okay. Gehen wir erstmal wieder. Gehen wir erstmal den Ritter mit dem Ölkännchen befreien. Ist bestimmt noch ein Schlüssel oder sowas drin. Meinst du? Oder der Stern. Oder schon? Ja. Ja. Stimmt ja. Wie ich's wusste. War reines Glück. Nee. War reiner Zufall. Willst du nur hin? Wir mussten hier rein. Aha. Oder? Warum auch immer. Wohin? Ach, wir kamen ja von hinten. Wir müssen in dieses große, ja, kleine Häusel. Ich hab gerade Orientierung verloren. Ja, Bockwurst halt. Ja. So, dann müssen wir hier uns das angucken und dann... Muss dort der Stern rein. Da. So. Oh nein. Jetzt haben wir bestimmt einen Dämon. Jetzt macht's Bam. Ah, jetzt brauchen wir den Schlüssel. Jetzt brauchen wir den Buchschlüssel. Wundert mich, dass wir den nicht noch selber umdrehen müssen. Ach doch, müssen wir. Müssen wir. Oh, vier gewinnt. Ach was? Nee, das Labyrinth, das Spiel. Ja, wovon ihr geht's los? Es geht so cool, dass immer keine Erklärung dazu ist zu den Spielen, ne? Stimmt. Bin ich sehr nett. Müssen wir hier fragen? Vier Fragen? Ja, wir fragen. Wir fragen einfach mal nach dem Weg. Also bei sowas fange ich immer beim Ziel an. Ja? Irgendwie komme ich da immer besser. Ich aber nicht. Ja, mach ja. Das Ziel ist da drüben. Ja. Und du hast es nicht geschafft bisher. Hast du leider kein Foto. Noch nicht. Na, einmal noch. Stimmt doch. Na, einmal drehen. Und jetzt das drehen. Tada. Na, siehst du, also nicht vom am Ziel anfangen. 43 Sekunden, das ist viel zu lange. Tut mir leid, ich zieh dir schon wieder hier übelst in die Länge, ne? Labyrinthkarte. Ich hab noch kein Labyrinth gefunden, also brauch ich keine Karte. Wir haben ein Wimmelbild nochmal entdeckt. Oh, jetzt brauchen wir Eisblume. Ach so, natürlich. Nur mal ein Schmuckkästchen. Wie sieht eine Eisblume aus? Brauchen wir wieder ein Fernglas? Weil das liegt wieder da. Das, nee. Brauchen wir diesmal nicht. Eine Eisblume. Brille. Die liegt dort. Was? Das? Nee, das auf der Leiter. Sind Blumen. Links auf der Leiter, auf der großen Leiter. Warte mal, die Maus ist weg. Ja. Ja. Das ist eine Eisblume? Eisenblume. Naja, aber hab ich doch gesagt, eine Eisenblume. Eine Fächer. Fächer, ja, der ist auch da. Eine Lupe hast du davon gesehen? Die suchen mal wieder. Die Brille ist da unten beim Besen. Haben wir eine Katze gesucht? Nö. Beim Besen ist eine Brille, stimmt? Ah, den Besen haben wir auch gesucht. Und ein Besen ist beim Besen? Da brauchen wir wie immer eine Quaste. Das sind Quasten. Die liegt ordentlich, die hängt an der Leiter. Ach ja. Ja. Endlich sieht man es immer ordentlich. Das ist eine Kerze. Ist neben der Leiter. Brauchen wir vielleicht eine Leiter? Nee. Dann brauchen wir ein Bonbon. Kompass. Das Bonbon liegt beim Pferd. Beim Pferd? Da ist ein Bonbon? Das stimmt sogar. So, und jetzt müssen wir wieder irgendwo in den Mini-Wimmel. Da war's doch. Was? Recht hoch, hoch, hoch. Ja, klick. Ah, so. Da haben wir hier einen Kompass. Dann brauchen wir einen Stern. Der ist auch da. Dann ein Engel. Bücher. Stoff. Ist auch da. Der Stoff ist da. Wow. Schon haben wir es. Also das ist ja rasant, was wir heute hier. Hier. Und hier ist eine mathematische Formel. Die möchten wir uns sofort merken. Ja. Was? 2x minus 3? Das hier? Steht da oben. Minus 7. Minus 7, Klammer auf. 2x minus 3, Klammer zu, plus 5. Na klar. Klammer auf, minus 3. Z? So, liebe Kinder, wer mir das als erster lösen kann. Nee, X plus 4, Klammer zu, ist gleich. Da redet man niemands Wort. Ja, ich fand's das. Nö, jetzt will ich nicht mehr. Also, liebe Kinder, wer das jetzt lösen kann, der hat Glück. Und nicht gut in der Schule wahrscheinlich. Ja. Oder was wolltest du sagen? Mach weiter. Eisenblume, ja, was wollen wir denn mit dem Dreck? Wir haben eine Labyrinthkarte. Aber mit der Labyrinthkarte können wir vielleicht so drunter gehen. Ins Labyrinth? Na, vielleicht ist es ein Labyrinth. Das kann schon sein. Hier runter. Und dann nehmen wir die Labyrinth. Nicht. Eine Blume? Ja, Blumen brauchen wir da unten.
Weiß nicht, was ich hier unten machen soll. Nochmal, jo? Nee. Nee. Nein,